Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, heute fahre ich ein Stück Geschichte, möchte ich fast sagen. Heute fahre ich ein Tesla Model 3, allerdings nicht irgendein Tesla Model 3, sondern das Auto, das 2018 den E-Cannonball gewonnen hat. Ich fahre heute Tesla Model 3. Allerdings fahre ich kein Europa-Modell oder kein Modell aus europäischer Auslieferung, sondern das ist noch ein US-Import. Importiert im letzten Jahr 2018 von NextMove, einer Autovermietung aus Leipzig. Kennt ihr alle durch die YouTube-Videos. Und die haben mit diesem Fahrzeug am E-Cannonball teilgenommen, bei dem ich ja auch mitgefahren bin. Ich habe den dritten Platz gemacht. Dieses Fahrzeug hier hat die E-Cannonball Challenge gewonnen mit rund einer Stunde Vorsprung vor mir und hat doch gezeigt, wozu ein Tesla Model 3, wenn man es richtig bewegt, in der Lage ist. Das, was mich beim E-Cannonball schon absolut begeistert hat, ist die Effizienz von dem Auto hier. Wir sind ja alle in Hamburg-Arnsburg gestartet. Mit vollem Akku im Prinzip alle. Und dieses Fahrzeug konnte dann fahren bis zum Charger Hohenwarsleben in der Nähe von Magdeburg und hat dort zum ersten Mal geladen. Die Tour hätte ich mit vollem Akku mit meinem 85D auch geschafft, Model S, aber ich hätte nur 130 fahren dürfen ungefähr, um da in Hohenwarsleben mit einer Akkuladung ohne Chargen anzukommen. Dieses Auto ist deutlich schneller unterwegs gewesen, der hat uns überholt, locker, ist phasenweise wahrscheinlich 160, 180 gefahren und mehr und hat es trotzdem in einem Rutsch bis dahin geschafft. Und das ist ein Zeichen dafür, wie effizient dieses Tesla Model 3 ist. Das habe ich von der Rallye mitgenommen, neben vielen Kontakten, viel Spaß und einem schönen Tag. Ja, Tesla Model 3 kommt ja jetzt in diesen Tagen in Europa zur Auslieferung. Es gibt die ersten Videos von Probefahrten und alle äußern sich extrem positiv über dieses Auto. Für mich ist das Tesla Model 3 ja sowas wie das Model A von Ford. Es ist ein Auto, was die Autoindustrie nachhaltig verändern wird. Denn wenn man sich mal überlegt, was muss so ein Elektroauto alles haben? Wie muss das aussehen? Was muss ich damit machen können? Dann ist, was das elektrische Konzept angeht, Tesla Model 3 absolut konkurrenzlos. Also der hat genau das, was ich brauche. Der hat eine Reichweite, der Wagen ist jetzt voll aufgeladen und ich sag mal, von den Verbrauchsdaten her gurkt da ja jeder mit rum hier mit dem Auto. Insofern wird der auch nicht besonders pfleglich behandelt. Er zeigt mir hier 469 Kilometer Reichweite an bei dem Durchschnittsverbrauch, der hier zuletzt mit gefahren worden ist. Wahnsinn für so ein kleines Auto. Ich kann damit flüssig und zügig fahren. Der hat eine irre Fahrleistung. 170, 180 Stundenkilometer in diesem Auto sind kein Problem. Ich kann mich damit völlig normal im deutschen Straßenverkehr und auf der Autobahn bewegen. Bin kein Verkehrshindernis, muss nichts rechts fahren und hinterm Bus hinterher schleichen. Und dann habe ich das europaweite Supercharging-Netzwerk von Tesla, wo du mal eben losfahren kannst, ohne dir großen Gedanken zu machen. Du fährst an diese Supercharger ran. Da ist auch nicht einer, sondern da sind 6 oder 4 oder 8 oder 10 oder 12. Und dann fährst du da ran, steckst den Stecker rein und lädst mit 115 kW oder was auf. Das ist schon absoluter Wahnsinn, wie perfekt dieses System Tesla mittlerweile geworden ist. Und das ist für mich elektrisch absolut konkurrenzlos. Vom Auto selber her kann ich jeden verstehen, der sagt, Tesla Model 3 finde ich geil, aber ich brauche eigentlich ganz was anderes. Ich brauche vielleicht ein Kombi, ich möchte eine Anhängerkupplung haben, ich möchte einen kleinen Geländewagen haben. Dann ist es so, dass man den Wagen nicht kaufen kann, weil das Auto selber einen nicht anspricht oder weil man ein anderes Auto braucht. Oder wie ich fand den ja ein bisschen zu klein, auch gerade im Kofferraum, zeige ich euch gleich nochmal. Rein elektrisch gibt es dazu eigentlich keine Alternative. Das einzige Thema ist
erstens, wenn mich die Autokategorie gar nicht anspricht oder wenn mich der Preis nicht anspricht. Denn dieses Auto in Europa mit ein bisschen Ausstattungsdetails liegt bei kurz unter 60.000 Euro. Und wenn man es vernünftig ausstattet mit Farbe, Autopilot und Felgen, so wie ich das mir mal durchgerechnet habe und eigentlich auch machen wollte, dann bist du bei fast 65.000 Euro. Das ist eine Menge Holz und sicherlich auch kein Fahrzeug, was die Massen elektrisiert oder mobilisiert. Was gibt's vom Fahren her zu sagen? Tesla Model 3. Nun, für mich ist es so, ich fahre im Alltag ein Tesla Model S, aus dem heraus ich in dieses Auto umgestiegen bin. Und das Erste, was mir auffällt, ist die Sitzposition. Du sitzt im Tesla Model 3 deutlich tiefer. Also, man sitzt tiefer, die Beine sind dann im Verhältnis höher. Das Ganze erinnert eigentlich eher so an einen Sportwagen, sagen wir mal Porsche 911 oder sowas in der Art. Da sitzt du auch so tief drin. Hier kann man den Unterschied sehr schön sehen. Sehr tiefe Sitzposition, kleines Lenkrad, gerade Beine im Tesla Model 3. Und jetzt Tesla Model S, höhere Sitzposition, größeres Lenkrad und ein verkniffener Gesichtsausdruck. Sorry. Das Ganze ist sportlich knackig, der Sitz ist schmal, aber nicht zu schmal, gibt mir guten Seitenhalt. Ich sitze bequem. Es ist für mich, finde ich, alles gut. Was mir auffällt, ist das Lenkrad. Das Lenkrad ist sehr klein, gefühlt. Ich habe das jetzt nicht nachgemessen, wie viel Zentimeter, aber gefühlt ist das ein eher kleines Lenkrad. Und woran ich mich auch erstmal gewöhnen muss, der Lenkradkranz, den man anfasst und in der Hand hat, der ist recht dick. Und er ist nicht nur dick, sondern er ist auch so ein bisschen eckig. Der hat so eine Kante drin. Und die empfinde ich im Moment noch als unangenehm. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das Lenkrad wehtut, aber ich finde es nicht angenehm. Es liegt nicht angenehm in der Hand. Es gibt natürlich große Hände und kleine Hände und vielleicht sind meine nicht die richtigen, aber ich finde, irgendwas stört mich hier. Ich kann es nicht erklären. Vom Fahrgefühl her 1A. Der Wagen fährt deutlich sportlicher als ein Model S, sportlich im Sinne von sehr direkt, auch eine Runde härter und er ist auch in der ganzen Geräuschkulisse etwas lauter. Ist jetzt alles Stöhnen auf hohem Niveau, der Wagen ist deshalb nicht laut, aber der Model S ist ein Tick leiser. Es kann auch an den Reifen liegen, es kann an verschiedenen Dingen liegen, aber das Ganze, man merkt, das ist eine Spur enger, knackiger. Die Lenkung ist super direkt, wenn du nur dran denkst, dass du jetzt links abbiegen willst und zuckst am Lenkrad, dann fährt er schon eine Linkskurve. Das ist alles ja, zackiger, enger, tighter, knackiger, ich weiß nicht, wie man das sagen sollte. Model S hat eher so was Limousinenhaftes, Sänftenhaftes, Elegantes, Dahingleitendes, obwohl das ja auch ein sehr sportliches Auto ist. Das hier ist eher Sport pur. Und woher das kommt, sieht man im direkten Vergleich, denn das Tesla Model 3 ist deutlich kompakter als das Tesla Model S, 30 cm kürzer und 300 Kilo rund leichter. Der Tesla 3er ist auch sehr viel wendiger. Auf dieser Kreuzung wäre ich mit meinem Model S nicht so einfach rumgekommen. Und der vielgescholtene Kofferraum ist eigentlich groß genug, wenn man auf harte Koffer verzichtet und mit weichen, flexiblen Taschen packt. Die Verarbeitung ist makellos. Mit der Ergonomie des Autos habe ich überhaupt gar keine Probleme. Die Tatsache, dass ich hier vor mir kein Display mehr habe und keinen Tacho und so in der Art, daran gewöhnst du dich nach 10 Minuten. Die Geschwindigkeit da oben rechts im Display kann ich gut ablesen. Es gibt ja auch viele französische Autos. Ich erinnere mich, früher gab es Renault Espace und so. Die hatten auch alle den Tacho in der Mitte. Also, dass die Geschwindigkeit da in der Mitte ist und nicht hier vor meiner Nase, damit habe ich gar kein Problem. Und ich sitze gut. Ich habe eine sehr gute Rundumsicht. Ich habe auch ein gewisses luftiges Gefühl hier in dem Auto. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich irgendwas einengt. Von dem Glasdach habe ich als Fahrer für mich in meiner Perspektive nichts, das sehe ich nicht mehr, aber ich habe natürlich die Helligkeit in dem Auto, die von oben kommt. Und insofern, nee, alles gut. Sitz ist bequem, Position bequem, Lenkrad nervt mich, kann ich nicht anders sagen. Display gut, Mittelkonsole, hat viele Fächer.
Ich persönlich bin ja ein Freund von dieser sogenannten Kegelbahn aus dem Tesla Model S, wo du so alles reinschmeißen kannst ohne weitere Fächereinteilung. Hier ist das eine Riesenkonsole, die aber sehr sortiert ist mit Fächern und kleinen Ablagen und Klappen. Und für mich, ich mag das lieber so ein bisschen freier und dann kann man da auch mal was Größeres reinstellen. Von der Performance her hat dieses Fahrzeug zwei Einstellmodi, die man hier im Display unter Driving erreichen kann. Chill und Standard kann man die Beschleunigung einstellen. Die Performance-Variante hat dann ja später noch eine Einstellstufe darüber. Das hier steht jetzt auf Standard und von der Beschleunigung her ist es Tesla-typisch richtig geil. Was man aber deutlich merkt, ist, dass das eine Variante mit Heckantrieb ist. Man merkt, wie die Elektronik eingreift, um die Hinterräder am Durchdrehen zu hindern. Und man merkt auch, wie das Heck, wenn man wirklich beschleunigt, leicht wird und so ganz leicht zu tänzeln anfängt. Da lobe ich mir die Allrad-Varianten, die wirklich über alle vier Räder ziehen und ein ganz, ganz großer Komfortgewinn sind und auch ein gewisser Sicherheitsgewinn für den Fahrer. Vom Fahrkomfort her, hier vorne würde ich sagen, bin ich absolut zufrieden. Der Wagen ist sportlich, knackig und relativ direkt und auch hart abgestimmt. Die Federung merkt man eigentlich erst so richtig, wenn man auf der Rückbank sitzt. Ich habe gestern bei den Probefahrten, die hier stattfanden, auch mal bei so einer Tour hinten in dem Wagen gesessen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist schon ziemlich bockbeinig, was die Federung da auf der Hinterachse abliefert. Hier vorne merkt man das tatsächlich als Fahrer oder Beifahrer nicht so sehr. Aber der Wagen hat eben nicht dieses, sagen wir, entspannte, sänftenartige, was ein Tesla Model S hat, sondern das geht hier schon so ein bisschen knüppeliger zur Sache. Ich kann das verstehen, dass die Jungs von Nexmove sich an K&W gewandt haben und gesagt, oder KW heißen sie, glaube ich, an diesen Fahrwerkshersteller gewandt haben und gesagt haben, wir wollen mal eine bessere Federung haben für den Tesla Model 3, denn da ist ein gewisses Potenzial drin. Hier vorne, wie gesagt, merkst du es nicht so sehr. Hinten, wenn du hinten sitzt während der Fahrt, merkst du das schon. Das ist ziemlich hobbelig. Die Lüftung und Klimatisierung von diesem Fahrzeug hier ist auch etwas völlig Neues. Die Luft kommt ja vom vorderen Bereich durch so Schlitze raus und findet dann so ihren Weg. Das Ganze ist natürlich bedingt durch das Design des Armaturenbretts. Hier sind gar keine Lüftungsdüsen mehr zu sehen. Und alles, was ich dazu machen muss, ich muss hier auf das Display gehen und muss dann mit meinem Finger dahin zeigen, wohin ich die Lüftung haben will. Möchte ich es eher konzentriert haben? Möchte ich es weiter auseinander haben? Möchte ich es etwas höher oder tiefer haben? Dann kann ich die Lüftung regulieren. Ich kann aber trotzdem auch sagen, ich möchte zum Beispiel Lüftung im Fußraum haben, damit meine Füße hier nicht kalt werden. Also das kannst du alles gut einstellen. Die Kernfrage ist natürlich, soll ich das machen mit dem Tesla Model 3? Also im Moment würde ich sagen, es gibt echt nichts Geileres. Kann ich nicht sagen. Du hast diese Tesla-Beschleunigung, die wirklich phänomenal ist. Dazu brauchst du im Grunde genommen kein Performance-Modell. Die Beschleunigung, die das Fahrzeug hier abliefert, ist mehr als das, was man im Alltagsbetrieb braucht. Gibt dir jederzeit Sicherheit, auf einer Landstraße zu überholen. Das ist viel mehr, als viele Verbrenner so haben. Performance, ja klar, geil, aber musst du nicht wirklich. Elektrisch gibt es zu dem Tesla Model 3 meiner Meinung nach wenig Alternativen. Das Fahrzeug ist super effizient, hat eine tolle Reichweite, es hat ein tolles Ladenetz, mit dem du sorgenfrei dich innerhalb Europas bewegen kannst, fährst halt ziemlich gedankenverloren los, fährst zum nächsten Supercharger, steckst den Stecker rein und hangelst dich von Supercharger zu Supercharger. Auch das hat der eCannonball 2018 ja gezeigt. Die Ladeinfrastruktur da draußen ist eine, wie man so schön sagt, echte Ladewüste. Ungefähr ein Drittel aller Ladestationen zicken rum, haben Probleme, lassen sich nicht freischalten, sind zugeparkt oder wie auch immer. Das ist bei Tesla ein bisschen anders. Du fährst hin, es ist nicht nur ein Charger, es sind mehrere. Du steckst den Stecker rein und stehst da mal 20 Minuten und lädst deinen Wagen ein bisschen auf und dann kannst du schon wieder weiterfahren. Das ist wirklich toll und so kann man entspannt reisen. Und obwohl das Model 3
sportlicher ist als das Tesla Model S im Vergleich, muss ich sagen, ist das immer noch ein klasse Reisewagen. Also ich könnte mir vorstellen, damit eine längere Tour zu machen. Da gibt es nichts, was mich davon abhalten würde. Du sitzt gut, die Ergonomie passt, der Wagen fährt gut. Auch wenn er sehr direkt und sehr sportlich gefedert ist, ist er nicht unangenehm dabei. Es ist eben nur im Vergleich zum Tesla Model S oder natürlich, wenn du vorher einen Kia e-Niro gefahren hast gestern und dann hier einsteigst, das sind schon Welten, das muss man einfach so sagen. Aber 40 toll, 40 klasse, super. Hier ist noch ein kleiner Epilog. Nach der Probefahrt mit dem Tesla Model 3 bin ich jetzt wieder unterwegs in meinem Tesla Model S und fahre zurück nach Hamburg. Und ganz ehrlich, so eine Probefahrt im Tesla Model 3 ist schon eine feine Sache, ist aber auch ziemlich gefährlich, denn der Wagen ist echt gut. Was einem gar nicht so auffällt, ist dieses minimalistische Design von dem Armaturenbrett. Das ist wirklich klasse. Wenn du danach wieder im Tesla Model S sitzt, hast du das Gefühl, dass dein Auto eine Generation zurück ist. Muss man wirklich sagen, auch wenn das hier ein geiler Wagen ist und ich super zufrieden damit bin, nicht falsch verstehen, aber man kommt sich wirklich komisch vor, wenn man hier wieder einsteigt und dieses massive Armaturenbrett hier sieht mit diesen großen Monitoren. Und das Tesla Model 3 hat im Prinzip was ganz Schlankes innen drin und nur einen Monitor, mit dem alles möglich ist, was mit dem Auto hier auch möglich ist. Schon toll. Zweitens die Sitzposition. Das muss man mögen. Ich mag dieses Tiefe vom Tesla Model 3 sehr gerne. Ich habe dann erst beim Umschwung in dieses Fahrzeug erst wieder gemerkt, wie unterschiedlich die Sitzposition doch ist. Das hier ist eher so ein bisschen, man sitzt aufrechter, die Beine sind etwas weiter nach unten. In dem Tesla Model 3 sitzt du tatsächlich eher so, ja, wie im Porsche 911, also fast mit dem Hintern auf der Straße. Die Beine sind relativ gerade. Das mag ja auch nicht jeder. Bin trotzdem zufrieden mit meinem Auto, nicht falsch verstehen. Aber du merkst, dass dieses Tesla Model S eine Generation zurück ist. Und ich bin mal gespannt, was sie im Köcher haben für eine Modellpflege und ein Update vom Tesla Model S. Bin gespannt.